So Leute, ihr seht wieder ermGTV und heute habe ich mal so ein kleines Special für euch. Ja, so ein Video habe ich noch nie gemacht. Und zwar geht es hier um Bitcoin-Miner. Das sind hier ASIC-Miner. Ist auch ein großes B drauf für Bitcoin. Die habe ich hier schon ein bisschen länger stehen. Ich dachte, ich mache jetzt mal ein Video dazu. An alle Leute, die Bitcoins nicht kennen. Das ist eine virtuelle Währung. Ja, jetzt alles erklären möchte ich jetzt nicht, beziehungsweise kann ich jetzt auch nicht. Und das würde das Video jetzt im Moment sprengen. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie das hier so abläuft, wie ich das mache und so weiter. Wenn da in dem Sinne mehr Interesse besteht, dann kann ich dazu auch noch mehr Videos machen, wie ihr das halt mögt. Das ist auf jeden Fall ein 10er USB-Hub, wo die ganzen USB-Miner dran angeschlossen sind, wie man das auch gut sehen kann. Das USB-Kabel von dem 10er-Port USB-Hub geht in eine Raspberry Pi Modell B. Mit 512 MB RAM, glaube ich. Das Besondere an dieser Raspberry Pi-Version ist, dass sie einen SD-Karteneinschub hat. Da habe ich eine SD-Karte reingemacht. Eine schnelle 10er-Karte war das, glaube ich. Ja, da habe ich MinePeon drauf installiert. Das läuft auch wunderbar gut auf der Raspberry Pi. Das werde ich euch auch gleich nochmal am PC zeigen, dass ihr euch mal die Software angucken könnt. Die sorgt halt dafür, dass die Miner wissen, was sie machen müssen. Beziehungsweise, ja, der Mine-Peon ist dann wiederum mit dem Pool angeschlossen, dem Bitcoin, an dem BTC-Guild bin ich da angemeldet, in dem Pool. Also ich meine in dem Pool, alles andere macht sowieso keinen Sinn mehr. Und eigentlich jetzt im Moment macht das Meinen mit den Dingern sowieso auch gar keinen Sinn mehr. Die sind auch jetzt so uneffizient. Es gibt mittlerweile bessere Sachen, viel bessere Sachen, die viel schneller meinen. So einer schafft 333 Megahashes. Ja, Strom kriegt die Raspberry Pi über ein Handy-Ladegerät von Nokia. Das geht auch ganz gut. Ich wollte mir da jetzt nicht extra noch eins kaufen. Das läuft schon Wochen, Tage lang so wunderbar durch. Das Netzteil hält es durch. Ich musste leider schon mal dieses 5 Ampere, ist das glaube ich, ein 5 Ampere Netzteil. Nein, oder doch? Ja, 5 Ampere. Da steht's DC 5A. Musste ich leider schon mal austauschen. Da ist mir der Stecker geschmolzen. Hier drinnen ist der geschmolzen. Da musste ich auch den 10er USB-Hub austauschen. Ja, nicht so cool, wird ein bisschen zu warm. Optional könnt ihr hier noch, natürlich noch hier über den USB-Port, könnt ihr euch noch schön einen Kühler anschließen, so einen Ventilator, einen USB-Ventilator. Dann wird das auch alles nicht so warm. Dann habt ihr wahrscheinlich nicht die Probleme, die ich jetzt mittlerweile schon damit hatte, dass es halt da ein bisschen geschmolzen ist. Ja, aber machen wir weiter am PC. Ja, Leute, hier sind wir wieder und zwar sind wir hier in der MinePeon Software. Da sehen wir die Temperatur von unserer Raspberry Pi, weil die Miner an sich haben gar keine Temperatur, kein Temperatursensor. Hier sehen wir die 10 Miner aufgelistet. Das ist die Geschwindigkeit 3,361 Gigahashes zusammen addiert. Die schaffen hier alle so um die 3,36, manche mehr, manche weniger. Ne, 3,33 ist, glaube ich, der Standardtakt, sage ich jetzt mal so. Wie viele Shares schon ak akzeptiert wurden, haben wir aufgelistet und so weiter alles. Ja, interessant ist auch, wie man da drauf kommt. Das ist jetzt die lokale IP von der Raspberry Pi. Wenn man die einfach eingibt im Browser, dann kommt man hier drauf. Vorher wird man noch nach einem Passwort gefragt.
wenn man das nicht geändert hat, ist es, glaube ich, der Benutzername ist MeinPeon und das Passwort Peon oder irgendwie sowas. Das steht auch auf jeden Fall bei der Software mit bei. Von hier aus können wir auch die Miner restarten oder das ganze System rebooten oder einfach runterfahren, wie wir das gerne mögen. Wir können das also von hier komplett fernsteuern. Ich habe hier drinne, dass 5 Minuten täglich gespendet werden an den Typ, der die Software gemacht hat. Einfach so aus Nettigkeit, sage ich jetzt mal. Da sehen wir die Miner-Version und so weiter. Ich denke mal, das seht ihr auch. Da seht ihr den Pool, wo ich angemeldet bin. BTC gilt, wie schon gesagt, Username JumperBillyJumper-1. Läuft gerade. Dann können wir hier, können wir die Pools generell eintragen, wo wir überall mit drinne sind, beziehungsweise wofür wir meinen wollen. In meinem Fall ist es jetzt hier das. Das steht auch in BTC gilt, das ist jetzt hier BTC gilt. Da sehe ich auch schon, was ich hier schon eingenommen habe, was ich mir schon habe auszahlen lassen und wie viel ich gerade halt habe. Die Shares, die ich schon insgesamt hatte. Gerade der Mining Speed ist, das möchte ich gerne mal ganz kurz neu laden. Da sehen wir es. Ja, ich habe mir schon 0,08 Bitcoins auszahlen lassen und zwar auf mein Bitcoin.de Konto, aber das könnt ihr auch, das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, es gibt auch so eine kleine Gebühr. Also 7,5% von dem, was man sich ermeint, muss man abgeben. Aber das funktioniert auf dieser Seite alles automatisch. Ja, wir waren bei den Daten, die man jetzt braucht, um hier zu minen. Wenn ihr die Daten braucht, klickt ihr einfach auf Support. Dann seht ihr hier einmal für USA, für EU. In meinem Fall, beziehungsweise in eurem Fall dann wahrscheinlich auch. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt deutsche, amerikanische, wie auch immer, Zuschauer habe, die jetzt, also Deutsche, die in Amerika leben, so meine ich das. Dann nehmt ihr natürlich den EU-Host. Er ist ja näher. Von daher, ja, das ist dann der Benutzername. Und Passwort kann irgendeins sein. Also hier Benutzername, hier die URL. Und Passwort habe ich none eingegeben. Man kann da jetzt auch praktisch Penner reinschreiben, wenn man das möchte. Das ist total egal. Das nimmt das immer an. Man kann die USB-Miner auch über einen PC laufen lassen. Also einfach an USB-Port am PC anschließen und dann die so laufen lassen. Geht prinzipiell auch. Dann nimmt man sich BFG-Miner, heißt das, oder CG-Miner. Geht beides. Ich hatte jetzt BFG Miner, das sieht dann. Nein, das war CG Miner. Jedenfalls habe ich das auch schon mal gemacht. Man kann auch sogar mit seinem PC Bitcoins minen. Man braucht diese Miner nicht, aber das lohnt sich noch weniger, als jetzt, als es sich jetzt sowieso schon mit denen lohnt. Mit denen lohnt sich es eigentlich auch nicht mehr. Es gibt einfach zu krasse Mining-Maschinen, die da wirklich unglaubliche Hashraten schaffen und deshalb erhöht sich immer mehr, ist immer die Schwierigkeit wird immer höher, dadurch, dass immer mehr das einfach, also die Schwierigkeit setzt sich auch daraus zusammen, wie hoch die Gesamtgeschwindigkeit von allen Minern ist und dadurch, dass die so viel besser geworden sind, lohnt sich das mit den kleineren Sachen einfach gar nicht mehr. Ich mache das im Moment sowieso nur spaßeshalber. In Einstellungen kann man noch so ein paar Sachen festlegen, hier wie zum Beispiel Donation. Ja, 5 Minuten pro Tag ist jetzt nicht so viel, aber ich dachte mir, bei Hauptsache, ich habe an den Entwickler so ein bisschen gedacht. Und wenn jeder 5 Minuten das am Tag macht, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben. Ja, das ist natürlich eine kostenlose Software. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das auf eure Raspberry Pi bekommt, diese Software hier mit allem drum und dran, ja, dann schreibt mir das in die Kommentare, sofern ihr Interesse habt. Dann mache ich da auch noch ein Video zu.
könnt mir gerne alles schreiben, was ihr darüber wissen wollt. Ich werde dann eventuell die Fragen beantworten oder einfach noch ein Video dazu machen, wenn da ganz großes Interesse besteht. Das ist auf jeden Fall hier bitcoin.de. Da bin ich angemeldet. Da habe ich auch mir hier das alles hinüberweisen lassen. Und da kann man das direkt auf dem freien Markt verkaufen, die Bitcoins. Der aktuelle Kurs ist 512, der ist in der letzten Zeit ziemlich runtergegangen. Können wir uns mal die Statistiken angucken? Ja, in den letzten Monaten, sage ich mal, ist der relativ stabil geblieben. Aber davor, wann war das ungefähr? Ja, hier, das sieht man. Moment, das ist das Volumen. Die klassische Ansicht. Naja, jedenfalls kann ich euch auf jeden Fall mal sagen, dass es nicht so war. Da ging der Kurs wirklich jeden Tag manchmal um 100 € nach oben. Jetzt ist er so bei 600 gewesen, relativ stabil. Dann ist er jetzt auf 400 noch was runtergegangen und jetzt geht er wieder so ein bisschen hoch. Im Moment weiß er nicht so ganz, was er will, der Kurs. Ich habe auch schon mal welche gekauft und schon welche verkauft. Ich kann euch sagen, das funktioniert auf bitcoin.de wunderbar. Ja, wenn euch das Spaß macht, beziehungsweise, ja, das, wie soll man das beschreiben? Also, man darf bei sowas nicht zu übermütig werden und dann das große Geschäft sehen und dann zu groß einkaufen für zu viel und was weiß ich. Es kann auch, der Kurs kann morgen auf Null sein, theoretisch. Dann ist alles weg, was man da investiert hat. Das ist rein theoretisch ist das möglich. Das Bitcoin ist nur so viel wert, wie wir glauben, dass es wert ist. Und das ist ja genauso wie mit dem Euro und mit allen anderen Währungen auch. Solange wir glauben, dass zum Beispiel ein Handy 100 € wert ist, beziehungsweise dass wir die 100 € dafür bezahlen, ja. Könnte auch einfach sagen, yo, das ist ja nur Papier, prinzipiell. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich kann das jetzt auch im Moment total scheiße erklären. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und so ist das mit dem Bitcoin auch. Ist es nur so viel wert, wie wir glauben, dass es wert ist? Beziehungsweise wie die Mehrheit glaubt, dass es wert ist. Und deshalb ist das auch ein großes Risiko, wenn man da wirklich was investiert. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz so zeigen, sagen, wie auch immer, für alle Interessierten, für, ja. Das lag mir halt am Herzen, sage ich jetzt mal so. Das hatte ich hier halt, ja. Das hat ja auch sowas mit Technik zu tun, sage ich jetzt mal. Und deshalb dachte ich mal, yo, machst du darüber auch mal ein Video. Also dann, Leute. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Ich würde mich natürlich tierisch über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, wenn ihr mir das da lassen würdet, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und würde mich freuen, wenn ihr, ja, wenn ihr mir mal was Schönes in den Kommentaren hinterlasst. Freue ich mich ja sowieso immer. Ich schreibe euch auch immer zurück. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ja, ciao.